Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Meine kleine Maya sieht mir gerade zu, die sitzt mich am Sessel. Aber sie muss es jetzt langsam auch lernen, dass ich ab und zu Filme drehe und sie dann ein bisschen ruhig sein muss. Sie sitzt jetzt gerade auf dem Sessel und guckt mich so süß an zum Knuddeln. Ja, wir haben ein neues Unboxing. Ihr seht hier schon ein bisschen was. Papier. Denn ich habe die neue Campus-Tüten bei mir sind angekommen. Ja, es gibt ja die neuen Campus-Tüten. Die anderen, die kamen ja, ist gar nicht so lange her, dass die online kamen, weil ich die relativ spät tatsächlich gekauft habe, weil es da eben diese Mini-Wärmflasche gab, die ich gerade zum Wärmen verwende, weil mir arschkalt ist. Deswegen, also sie ist auf jeden Fall in Benutzung, ich kann sie euch empfehlen. Habe ich da bestellt und natürlich habe ich wieder ein Goodie mitbestellt, also ein Goodie, habe ich wieder was mit dazu bestellt. Ich konnte es wieder nicht lassen. Es war so mega interessant und passt halt zu dem Urlaub, den wir dieses Jahr machen. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Bevor wir aber mit dem Unboxing beginnen, schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da oben vorbeischaut. Ja, das Boxen-Gewinnspiel ist eigentlich immer online. Kann auch sein, dass das Awesome-Gewinnspiel noch online ist oder je nachdem, wann ihr das Video seht, auch das Oster-Gewinnspiel. Deswegen schaut dann auf jeden Fall oben vorbei, aber nach diesem Video natürlich. Ja, und jetzt würde ich sagen, fangen wir gleich an. Wir nehmen zuerst das Produkt, was ich mir rausgesucht habe, was ich mir dazu gekauft habe, und zwar ist das AeroPress Go, The Better Travel Coffee Press, Delicious and Portable, 1-3 Cups, Coffee, Espresso or Cold Brew in about a minute. Doof ist nur, dass das tatsächlich nur in Englisch draufsteht. Aber da scheint man anscheinend 1-3 Tassen Kaffee machen zu können, während man unterwegs ist. Und das finde ich natürlich gut, vor allem jetzt für unseren Urlaub in Schweden. Weil da sind wir natürlich sehr lange unterwegs und da wird es zwischendurch auch keinen Kaffee geben. Jedenfalls für die anderen, für mich schon. Und habe mir gedacht, das probiere ich einfach mal. Es sind sogar Mini-Filter dabei. Und immerhin eine 350 Packung-Dings da. Und zwar ist das in Englisch auch drauf. In Deutsch. Gucken wir mal. Sieht jetzt eher chinesisch aus hier. Heiß und kalt brühen mit der AeroPress Go. Den Presskolben aus dem Brühzylinder schieben. Einen Filter in den Filterdeckel einlegen. Den Filterdeckel auf den Brühzylinder schrauben. Den Brühzylinder auf die Tasse aufsetzen und einen gehäuften Löffel feingemahlenes Kaffeepulver in den Brühzylinder geben. Den Brühzylinder schütteln, um das Kaffeepulver gleichmäßig zu verteilen. Und den Brühzylinder bis zur Markierung mit heißem Wasser oder für kalt gebrühten Kaffee mit Wasser mit Raumtemperatur auffüllen. Oh, kalt gebrühter Kaffee, warum nicht? Heiß gebrühter Kaffee ungefähr 10 Sekunden und für kalt gebrühten Kaffee eine Minute rühren. Den Presskolben einsetzen und sanft nach unten drücken. Oh, das muss ich mir echt angucken. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Aber das ist auf jeden Fall okay. Hier ein Deckel und das ist der Presskolben. Und den brauche ich aber erst am Schluss. Ich brauche zuerst den Presskolben. Das ist zum Umrühren, recht lustig. Und das ist einmal, da kommt der Filter wahrscheinlich rein. Und das ist der Presskolben. Wie geht der jetzt raus? Den Presskolben aus dem Zylinder schieben. Hier dann den Filter rein und das da drauf. Ach so, und das da drauf? Nein. Merkt man, dass ich überfordert bin? Ein bisschen, oder? Ja, was ist der Deckel eigentlich? Ach, für Filter wahrscheinlich. Ja, aber. Ich kapier's nicht. Ah ja, und das kommt dann hier drauf. Ah, okay. Also, so, hier kommt der Filter rein, dann kommt der Kaffee rein, dann wird es ein bisschen geschüttet, dann kommt es hier drauf, dann kommt das heiße Wasser rein, dann wird es umgerührt mit dem hier, also hier der Löffel noch, und dann wird es reingedrückt und sozusagen der Kaffee rausgedrückt. Und Espresso unverdünnt genießen und Kaffee Americano-Taste mit Wasser auf 237 Milliliter auffüllen, hat man doch wahrscheinlich auf 3, denke ich mal. Tasse mit, oder Kaffeelatte, Tasse mit Milch auf 237 auffüllen, etwa eine halbe Tasse. Oder Kaltbrühen, Tasse mit Wasser, Raumtemperatur oder Eiswasser auf 237 Milliliter auffüllen. Das wird wahrscheinlich genauso viel sein, wie hier reinpasst, oder? Das ist das Einzige, was Sinn macht. Beziehungsweise es wird auch schon ein bisschen was durchfließen wahrscheinlich. Muss ich auf jeden Fall ausprobieren, ich finde es mega interessant, bin sehr gespannt drauf, wie das funktioniert. Es hört sich auf jeden Fall toll an. Und wie gesagt, da sind 350 Filter mit dabei. Finde ich sehr, sehr gut. Interessant wird es bloß, wenn ich den dann nachkaufen muss. Das, und hier kommen auch noch Filter rein. Also ich finde es toll. Ich finde es toll. Genau, und das tut man dann einfach wieder zusammen. Habt ihr es richtig tatsächlich. Ein bisschen kompliziert, man muss sich reinfuchsen, ich gebe es zu. Aber ich finde es cool. Ich finde es echt cool und ich freue mich drauf, den das erste Mal auszuprobieren. Und auch wenn es mit kaltgepresstem Wasser ist. So, nach 10 Stunden packen habe ich den auch zusammen und wir machen mit den Tüten weiter. Tüte Nummer 1. Ist sehr schwer auf jeden Fall. Wir haben hier einmal drin was für mich und der wird auf jeden Fall nächstes Mal mitgenommen, wenn ich studiere. Alnatura Linsenwaffeln. Galettes o Lettis mit Meersalz.
wirklich sehr, sehr gut. Ich liebe solche Waffeln und für unterwegs sind die echt super. Und dann haben wir hier drin auch etwas für mich und zwar Coca-Cola Zero Sugar. Kommt gleich in den Kühlschrank und wird später dann wahrscheinlich getrunken. Dann haben wir einmal Bang Energy Drink Rainbow Unicorn für meinen Mann. Für mich, aber hört sich interessant an, wenn ich Energy Drinks mögen würde. Und dann haben wir in der Tüte noch drin einmal das Cotton Candy von Bilou, pflegender Cremeschaum. Ich weiß nicht, ob das schon drin war. Jetzt glaube ich, haben sie von Tasty Donut auf was anderes gewechselt, was ich nicht schlecht finde, weil Tasty Donut habe ich jetzt genug. Und dann haben wir hier einmal Vitamin Well Reload, Vitamin B plus D, Magnesium und Zink, Zitrone, Limettengeschmack. Das hört sich aber lecker an. Interessant. Kann man sogar gewinnen. Folge Vitamin Well Deutschland. Registriere dich und den QR-Code auf der Rückseite. Jeden Monat ziehen wir einen Gewinner. Viel Glück. Und was kann man da gewinnen? Steht nicht drauf. Aber interessant, hört sich sehr, sehr gut an und wenn das tatsächlich die Vitamine drin hat, kann man auf jeden Fall nicht sagen. Dann haben wir etwas von Moi drin, Moi, keine Ahnung, von Stephanie Giesinger, Whey Hydration CBD Face Serum. Da freue ich mich. Letztes Mal hatten wir ja wieder was von Kolibri drin und dieses Mal haben wir dieses kleine Serum, sieht echt interessant an. Ich wusste gar nicht, dass die das haben. Das muss auf jeden Fall neu sein, weil wie gesagt, ich kenne das noch nicht und CBD ist gut, das wissen wir. Bin ich mega gespannt drauf. Werde ich sehr, sehr gerne testen. Mega! Die Tüte ist echt toll. Also bis jetzt ist tatsächlich nur das Cola gleich. Aber finde ich auch nicht schlimm. Beziehungsweise, oder auch nicht. Ich glaube, dass die in der Unicum-Tüte war, aber nicht in der Campus-Tüte. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ist auch nicht schlimm, weil Cola geht auf jeden Fall weg. Und dann haben wir, ja, eine Wiederholung, die ich aber gut finde. Ihr wisst es, ich liebe Moser Wiesel genauso wie mein Mann und deswegen bin ich da nicht böse, dass das wieder drin ist. Und das können die auch drin lassen. Manchen gefällt das nicht, ich weiß es, aber ich finde es toll. Genau. Und dann haben wir hier noch einen Mr. Brown Caramel Flavor Latte. Oh, ich bin mit Essen eingedeckt, ich sag's euch. Ich habe gerade ein Überraschungspaket von der lieben Irene aufgemacht, das seht ihr auch noch. Und ich habe gerade die Degusta-Box aufgemacht und die Degusta Cold vorgestellt. Und jetzt noch das. Also ich bin auf jeden Fall die nächste Zeit mit Essen versorgt. Mega, liebe ich, wisst ihr. Genau, und dann haben wir hier noch ein paar Socken. Beziehungsweise zuerst haben wir noch ein Reese's natürlich wieder. Ich glaube, ich esse ich gleich. Dann einmal Cold Tea. Stay cold and drink cold tea. Was ist denn das? Kaffee. Weil da ist auf jeden Fall Kaffee aufgebildet. Ein kalter Kaffee, oder wie? Eiskaffee Vanille. Das hört sich voll lecker an. Bin ich gespannt, ob das schmeckt. Und dann einmal eine Probe. Und zwar Deo-Creme High Spirits von www.wolkenseife.de. Das hört sich auch mega an. Das ist ein kleines Döschen, werde ich sehr, sehr gerne testen. Ich glaube, von denen hatten wir auch schon mal was drin, wenn ich mich nicht alles täusche. Bin mir aber nicht sicher, ob es in der Campus-Tüte war. Finde ich aber auch nicht schlecht. Genau, und dann haben wir hier wieder ein paar Flyer. Und zwar sage ich euch die natürlich ein. Fass dir ein Herz und dokumentiere deine Entscheidung zur Organ- und Gewebespende. Habe ich ja schon. Hier stehen dann die ganzen Infos drin, finde ich nicht schlecht. Maya rührt sich gerade im Hintergrund. Dann hier einmal von Abo Spiegel, glaube ich nicht. Und dann haben wir einmal Geliesel, bei dir werde ich immer schwach. Genau, einmal Moser Diesel, eine Werbung. Weltneuheit, die Moser Diesel redet jetzt mit dir. Eine App von Moser Diesel, ich glaube, die werde ich ausprobieren, finde ich ja cool. Dann einmal von, och Mausi, alles gut. Von Nextory, ich denke, das sind Hörbücher. Sieht jedenfalls danach aus, schafft mir aber nichts. Dann einmal vom Bank, mach mit und werde Teil der Bankster-Community auf unserem Instagram-Kanal. Mit diesen einfachen Schritten bekommst du deine einmalige Chance, in unserem Instagram-Feed zu erscheinen. Genau, da kann man eben mitmachen. Glaube ich aber jetzt auch nicht. Don't be a Stormtrooper, Bear Slayer. Und dann einmal Frankfurt Allgemeine. Ein Gutschein brauche ich auch nicht. Und so geht richtig guter Kaffee. 50% Rabatt. Milliliter. Auf alles von Milliliter oder steht jetzt nicht da? Gutschein für alles außer zweite Wahlgeräte und bereits reduzierte Artikel. Okay. 50% brauche ich auch nicht, wir haben alles. Dann haben wir hier, ist was rausgefallen auf jeden Fall. Einmal von Soba. Die mache ich mir gleich. Sukiyaki Beef. Ich liebe sie. Also die Soba-Nudeln, die sind so lecker. Die finde ich noch besser als diese Asa-Suppen-Nudeln. Deswegen, die kommen auf jeden Fall gleich weg. Dann etwas für meinen Mann. Die haben wir tatsächlich von unseren Nachbarn geschenkt bekommen. Und zwar einmal die Limo-Sirup-Orange und auch einmal Limette. Und mein Mann liebt sie. Und ich habe tatsächlich auch mal probiert. Die sind echt wahnsinnig, wahnsinnig gut. Das ist zwar für Wassersprudler, aber ich muss ehrlich zugeben, mein Mann hat es wohl ins Wasser reingetan. Das hat genauso funktioniert. Er hat es halt in ein Mineralwasser reingegeben und es hat echt gut geschmeckt. Deswegen muss nicht unbedingt in den Wassersprudler tatsächlich. Und jetzt haben wir nochmal eine Flasche, finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Beziehungsweise wird mein Mann auch nicht schlecht finden. Da freut er sich auf jeden Fall. Also die kann ich euch mega empfehlen. Schmeckt mega gut. Und dann hier auch noch, das wäre wahrscheinlich zu einer anderen Tüte gehören, ein Reese's. Das ist schon ein bisschen kaputt, glaube ich. Und dann die zweite Tüte. Oh, die auch so schwer ist.
und ein paar Gutscheine. Einmal Dr. Smile ein Gutschein und einmal 10% Studentenrabatt bei Marco Polo, G-Store, Only Sons, Diodenium, Levis, Adidas, Guess und vieles mehr. Okay, einmal das, genau. Und dann habe ich mir gerade überlegt, warum tun die da zweimal Gutscheine rein? Ja, das ist ja die Freunde Edition sozusagen. Die Freunde Edition, die ich selber mit mir selber teile. So, in der zweiten Tüte haben wir natürlich das Moser-Diesel, darf nicht fehlen. Dann einmal nochmal ein Bang-Drink und zwar Lemon Drop. Ja, aber ich mag halt kein Energy, nicht Sugar-Free. Wird leider mein Mann bleiben. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich würde es sehr gerne testen, aber ich mag es halt einfach nicht. Dafür bleibt mir dann das Cola. Freue ich mich auf jeden Fall. Dann haben wir auch hier einmal das Bilou Cotton Candy. Dann auch das Wasser. Auf jeden Fall zu trinken haben wir die nächste Zeit genug. Dann einmal, das finde ich sehr gut, etwas anderes für Herren wahrscheinlich, wenn man eben eine Herrende Frau ist. Nonstop Fresh Fragrance Boost Technology, Axe Epic Fresh, freut sich mein Mann auf jeden Fall drüber. Und einmal Mr. Brown Coffee nochmal, wird auf jeden Fall auch zu mir gehören, dann macht es ja nichts, wenn mein Mann die anderen bekommt. Genau, und dann haben wir hier auch wahrscheinlich dieselben Gutscheine, auch nochmal den Code Blue Coffee, genau, dieser Dingsgutschein, Organspende-Gutschein, dieser Organspende Werbung Gorilla Sports, ein Gutschein, wieder Frankfurter Allgemeine, das von Moser-Diesel mit der App. The Next Dit, unsere Zukunft Digital Innovative Technology. Spiegel wieder, glaube ich, ist es. Und Say Aces Magazin. Der Aces Chromebooks für Studenten. Ich habe mein eigenes. Und das war es tatsächlich wieder. Ich zeige euch jetzt nicht alles, weil das echt viel ist. Das war Maya. Oh Mausi, was ist denn los? Der ist gleich wieder zu mir. Ich muss mir jetzt echt beeilen, weil ich muss das alles dann noch fotografieren und ich muss noch ein Video aufnehmen und sie wird schon echt ungeduldig auf dem Sessel. Aber sie sitzt noch schön. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Unboxing von den neuen Campus-Tüten. Also ich muss sagen, die sind wieder wahnsinnig toll gestaltet. Das Einzige, ja, das Bier wiederholt sich wieder, das Cola wiederholt sich wahrscheinlich wieder. Und ja, und Deo ist es auf jeden Fall ein anderer Geschmack wenigstens drin und auch das Cotton Candy ist anders. Ja, Sofa-Nudeln hatten wir auch schon. Okay, es wiederholt sich einiges. Es wiederholt sich einiges, aber ich finde es tatsächlich nicht schlecht, weil ich die Tüten so sehr, sehr gerne mag. Also da kommt bei uns eigentlich immer alles weg und deswegen finde ich es tatsächlich nicht schlecht. Auch wenn viele das nicht mögen, dass ich immer so viel wiederhole. Aber es ist für mich was dabei, es ist für meinen Mann was dabei, es ist Pflege dabei, es ist, ja, Alkohol, da kann man ja drüber streiten, dass das drin ist in so einer Box, aber ich finde es toll. Was ich gut finde, dass diese Papers nicht mehr drin sind. Die brauche ich wirklich gar nicht. Und ich glaube, ich können auch nicht so viele brauchen, weil tatsächlich nicht mehr so viele rauchen. Aber an sich finde ich es wieder toll. Das sehen andere jetzt wahrscheinlich anders. Das ist immer persönliche Sache, aber ich werde sie immer wieder bestellen, weil einfach auch die tollen Produkte drin sind und es Sachen sind, die ich immer wieder kaufe. Und die Sachen, die, wenn ich halt so kaufen würde, dann würden sie viel mehr kosten. Und deswegen bin ich froh drum. Dann war es das jetzt mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sagt mir auf jeden Fall in den Kommentaren, was ihr von diesen Tüten gehalten habt. Ob sie euch besser gefallen als die alten oder eher nicht. Ob ihr sie euch kaufen würdet oder nicht. Und natürlich könnt ihr mich auch kostenlos unten abonnieren. Auf den Abonnieren-Button würde mich sehr freuen und auch unterstützen. Ich will die 1000 endlich voll machen. Dann gibt es auch natürlich ein 1000 Abonnenten-Special. Wie es von mir gewohnt seid natürlich. Genau, und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!